Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 521. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, jetzt gibt es sie doch noch, die zwischen den Jahren Episode, von der ich nicht genau wusste, ob ich sie aufnehmen werde oder kann, denn manchmal weiß man ja nicht so richtig, was die Zeit so bringt und ob man dann Zeit hat, wie die Tage sich entwickeln, gerade so über die Feiertage und zwischen den Jahren. Ich mag diesen Begriff zwischen den Jahren, der ist ja sehr umstritten, denn es ist ja nicht zwischen den Jahren, es ist einfach das Ende des Jahres. Aber die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester wird zwischen den Jahren genannt und ich finde das ganz nett, weil man sich so ein bisschen, also ich fühle mich da manchmal so ein bisschen desorientiert, nicht wirklich, aber so, ja, man steht halt so ein bisschen dazwischen. Das alte Jahr ist eigentlich so gut wie zu Ende. Das neue Jahr hat noch nicht angefangen. Deswegen ist man so zwischen den Stühlen, sagt man ja auch, obwohl man nicht wirklich, es ist ja mehr ein Sprichwort, ne? Also man sitzt ja nicht wirklich zwischen den Stühlen, sondern man kann sich nicht entscheiden, auf welcher Seite man denn eigentlich gerade ist. Ja, und zwischen den Jahren schaut man vielleicht manchmal ein bisschen zurück und schaut ein bisschen voraus. Was ich jetzt in dieser Episode genau machen will, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Auf jeden Fall möchte ich euch zwei Dinge erzählen. Erstens habe ich das Buch von Judith Holofernes zu Ende gelesen. Das ist ganz wunderbar. Und zweitens wollte ich euch von Heiligabend erzählen. Und das war auch ganz wunderbar. Aber erst das Buch. Also, die Judith Holofernes war ja Sängerin bei Wir sind Helden und eben auch Frontfrau sozusagen. Und Wir sind Helden ist eine Rockband, Popband aus Deutschland, die ich sehr verehre. Das ist einfach großartig, was diese Band gemacht hat, nämlich sehr geile Musik, Rockmusik, verbinden mit durchaus lyrischen Texten, die man aber mitgrölen kann und singen kann. Und das ist zugleich aggressiv. Also es weckt dieses, ich mag ja gerne Rock- und Punkmusik. Ich habe früher lange Haare gehabt und war Heavy-Metal-Fan. Und ich mag es, wenn Musik mich aufrüttelt und mich zum Zucken bringt. Und gleichzeitig hat es halt dieses Schöne mit dem wunderbaren Gesang und den tollen Texten. Und das habe ich geliebt. Ich weiß noch, wie meine erste Tochter geboren worden ist. Ich soll übrigens ganz schön grüßen von Mareile und auch von Sky, von dem zweiten Kind, an alle, die auch auf Discord sind. Warum auch immer. Falls ihr auch euch gegrüßt fühlen wollt, meldet euch schnell an, dann seid ihr auch mitgegrüßt. Unter mik.fm/discord findet ihr die Einschlafen-Community und meine beiden Kinder sind natürlich auch mit dabei. Genau. Viel passiert da nicht, aber die Leute schreiben sich Nachrichten und es ist ein ganz netter Austausch. Ich habe das Gefühl, ich kann da auch ein bisschen zuschauen, was da sonst so passiert und steht da nicht so im Mittelpunkt, das ist ganz angenehm. Ich wurde jetzt schon zweimal gefragt, ob ich nicht auch einen Sprachkanal eröffnen kann. Und weiß ich nicht so. Ich weiß, dass Discord natürlich eigentlich aus der Gaming-Ecke kommt und dass es eigentlich benutzt worden ist, um so Teamspeak-mäßig gemeinsam sprechen zu können, während man was zockt. Und so wie ich es benutze, als eine Art Slack oder Irk oder so wie, ja, so wie ich es in der letzten Episode beschrieben habe, dass das quasi eher die Zusatzfunktionalität und die Basisfunktionalität mit den Sprachkanälen, die benutze ich jetzt gar nicht auf meinem Server. Vielleicht mache ich es irgendwann und gehe einfach nie rein, weil ich fühle mich da, ich weiß nicht, ob ich da hin muss. Egal. So, jetzt bin ich schon auf den ersten Metern komplett abgeschwiffen. Also, als mein erstes Kind, meine erste Tochter Mareile geboren worden ist, bin ich aus dem Krankenhaus nach der Geburt nach Hause gefahren. Das ist ein kurzer Weg gewesen, denn das Krankenhaus in Harburg, Maria-Hilf-Krankenhaus, war nicht weit von unserer Wohnung in Harburg, in der wir damals gewohnt haben. Und im Radio lief Aurelie von Wir sind Helden. Und ich war halt auf so vielen Ebenen glücklich, also dass diese Geburt geklappt hatte und dass es beiden gut ging und dass ich eine Tochter hatte. Und ich war so glücklich. Und dann lief Aurelie im Radio und ja, mir liefen die Tränen vor Freude und vor Glück. Und ja, ich glaube nicht, dass das die Initialzündung meiner
hingehen, nee, meiner, wie heißt es? Meines Fanseins von Wir sind Helden war, aber durchaus ein gewichtiger Aspekt. Wir haben unsere Tochter allerdings nicht Aurelie genannt, sondern sie hatte dann schon den Namen Mareile. Ja, genau, so, und ich mag die Band und ich habe wirklich nur so am Rande verfolgt, was Judith nach dem Ende von Wir sind Helden gemacht hat. Habe mich jetzt aber in letzter Zeit immer mehr dafür interessiert und habe ein Interview gehört, das sie gegeben hat in irgendeinem Podcast und hatte dann gehört, sie macht auch einen Podcast und sie ist jetzt auf Patreon. Naja, das Buch fand ich halt schon spannend, die Träume anderer Leute, und ich hatte davon schon berichtet, dass ich es angefangen hatte zu lesen. Und jetzt gestern habe ich es gerade durchgelesen und es ist toll, es ist einfach ein wunderschönes Buch, im Wesentlichen eine Autobiografie. So, und das ist natürlich mit Mitte 40 schon mal steil, eine Autobiografie zu schreiben, wenn das halbe Leben noch vor einem liegt. Aber es ist, schreibt halt diesen wunderbaren Weg aus der Jugend, wo man sich für Musik begeistert hat, sie jetzt schon relativ früh beschlossen, Rockstar zu werden, über diese märchenhafte Karriere mit Wir sind Helden, wo sie dann auf der großen Bühne beim Rock am Ring, keine Ahnung was, also große Festivals gespielt hat. Und ich habe sie leider nur einmal live gesehen. Wir sind Helden live auf der CeBIT auf irgendeinem Stand, haben sie ein Akustikkonzert abends gespielt. Auf der CeBIT waren ja abends, wenn die Besucher weg waren, waren immer so Standpartys. Und als Aussteller konnte man dann halt auf die Standpartys gehen. Ich weiß gar nicht, ob da noch Besucher da erlaubt waren. Keine Ahnung. Es ging hoch her und eine, ich weiß gar nicht, wer es war, eine Firma hatte sich halt Wir sind Helden gebucht für die Standparty und das war großartig. War es eigentlich eine Standparty oder war es vielleicht auch schon am Nachmittag? Ich weiß es nicht mehr. War ein Akustik-Gig, war großartig, ich hab's geliebt. Ist leider sonst nie zu Wir sind Helden-Konzerten geschafft. Naja. Selber schuld, würde ich sagen. So, und dieses Buch beschreibt dann, wie sie sich während dieser Karriere eigentlich gefühlt hat, dass sie natürlich irgendwie voll drin war und dabei war, aber dass es ihr eben körperlich überhaupt nicht gut ging und dass es auch psychisch eine starke Belastung war. Und als sie dann beschlossen hatte, auch Kinder haben zu wollen, mit ihrem Mann Pola, der ja Drummer in der Band war, und diese Kinder dann mitgenommen worden sind auf Touren, weil eine Rockband muss halt Touren, um Alben zu promoten, und das war halt äußerst kompliziert und dann mit gesundheitlichen, ja, also lest dieses Buch, wenn ihr wissen wollt, wie es Judith ging in der Zeit, das ist sehr ausführlich beschrieben. Und dann am Ende geht es halt darum, was ist denn dann danach passiert? Also wie ging es weiter, nachdem Judith beschlossen hat, lieber eine Solokarriere zu machen oder beziehungsweise lieber nicht mehr Wir sind Helden zu sein. So, und meine Vermutung war ja, dass es in dem Buch auch darum ging, geht, was denn eigentlich Erfolg bedeutet. Denn in der Popindustrie ist Erfolg halt in Charts und in Verkaufszahlen gemessen, in der Radiorotation und ja, in dem, was man halt nach außen so als Erfolg messen kann. Natürlich gibt es da noch viel mehr Kennzahlen, auch ganz interessant beschrieben, wie da so die Bekanntheitswerte und sowas alles gemessen wird. Aber im Wesentlichen ist es halt das, ne, Zahlen. Und das ist es offenbar nicht, was Judith von Anfang an irgendwie interessiert hat, sondern sie wollte das halt machen. Also, dass man dafür diese Zahlen erreichen muss, dass man irgendwie nicht als Indie-Künstlerin auf die große Bühne im Rock am Ring kommt, ohne dass noch Hasenflecken dazwischen sind, weil es gerade Nachmittag ist und alle noch schlafen. Dass man dafür dann eben auch viele Alben verkaufen muss. Und dass das nur geht, wenn das, und also es greift ja alles ineinander. Das hat sie halt während Wir sind Helden halt so hingenommen und danach halt abgetan, als will sie nicht mehr. Und ich dachte, am Ende wird das noch irgendwie genauer erklärt, wie sie jetzt eigentlich Erfolg für sich definiert. Aber so explizit passiert das gar nicht, sondern es wird vielmehr beschrieben, wie ihr Leben jetzt funktioniert. Und dass es überhaupt funktioniert, ist ja schon mal großartig. Aber ja, das ist sehr, sehr schön. Und auch im letzten Kapitel, ich mag ja letzte Kapitel immer total gerne. So bei solchen, gerade bei solchen Büchern, hatte ich halt eigentlich erwartet, dass jetzt die Neudefinition von Erfolg nochmal explizit erwähnt wird. Ist aber gar nicht passiert. Trotzdem ist es ein sehr schönes letztes Kapitel, wo ich auch einfach dann mit offenem Mund da saß und mich gefreut habe. Und das ist ja
Ein ganz, ganz tolles Buch. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Falls ihr es nicht unterm Weihnachtsbaum gehabt habt, dann habt ihr vielleicht einen Thalia-Gutschein oder einen Gutschein von eurer lokalen Buchhandlung bekommen und könnt es euch einfach mal holen. Es sieht auch sehr schön aus und es macht einfach Spaß, das zu lesen, wenn man die Band mag sowieso, wenn man Judith mag erst recht. Aber auch wenn man sich nur so am Rande für Popindustrie interessiert, ist es sehr interessant. Und selbst wenn man das nicht mag, also selbst wenn man Popindustrie egal findet, finde ich es bereichernd, weil es eben darum geht, was ist einem eigentlich wichtig auf der Welt und was tut man alles, um das zu erreichen, was einem wichtig ist. Ja, sehr schönes Buch. Danke, Judith. Und ich bin jetzt auch Patron geworden, kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr euch weiter für Judith interessiert. Sie macht jetzt halt bei diesem Pop-Zirkus nicht mehr mit. Sie ist nicht mehr im Business und macht keine Karriere mehr. Stattdessen finanziert sie sich selbst und ihre Kunst über Patreon. Das ist halt so ein Crowdfunding. Crowdfunding bedeutet ja eigentlich, dass man eine Summe braucht, 20.000 Euro oder so, um ein Album zu finanzieren. So ist es nicht, sondern Patreon ist so wie Steady ein Mechanismus, um Künstlern, die man mag, oder Leuten, die man mag, regelmäßig Geld zukommen zu lassen. So, und ich habe mich dafür so ein, weiß nicht, 5-Euro-Abo, glaube ich, entschieden. Also 5 Euro im Monat zahle ich jetzt an Judith Holofernes. Davon kommen natürlich nur 3 Euro an, weil Patreon was abzieht und Steuern und so. Aber wenn das ganz, ganz viele Leute machen, dann kann Judith halt weiter ihr Ding machen, Kunst machen, Tiergeschichten schreiben oder Tiergedichte, nicht Geschichten. Und das finde ich äußerst unterstützenswert. Außerdem bekommt man dafür natürlich auch dann was andere Leute nicht bekommen. Also nicht nur die öffentlichen Sachen, sondern es gibt dann einen Podcast, wo es einige Episoden sind auch öffentlich. Davon hatte ich auch schon 2, 3 gehört. Ich glaube, es gibt nur 2. Ich weiß es nicht. Aber sie führt Interviews mit spannenden Leuten. Ich habe jetzt gerade das mit Mark Forster gehört. Über Kultur, über Kunst, Medien und so weiter. Sehr interessante Gespräche, sehr ausführliche Gespräche. Geht schön in die Tiefe. Und auf diesen Podcast kriegt man dann halt Zugriff, wenn man da Patron ist. Bin ich gern. Und patreon.com/judithholofernes, falls ihr auch Lust habt, sie da zu unterstützen. Ja, das war schön. So, und ich hatte viel Zeit zum Bücherlesen. Ich bin ja so ein langsamer Leser. Ich brauche halt ewig, um ein Buch zu lesen. Ich hatte viel Zeit zum Lesen, weil hier alle krank sind. Also Weihnachten stand dieses Jahr bei uns unter dem Stern, dass alle krank sind. Erst war Mareile krank und lag mehrere Wochen, also ich glaube eine Woche lag sie richtig flach und dann dauerte das auch ganz ewig, bis das wieder, bis sie wieder so halbwegs fit war. Mit Fieber und allem drum und dran. Aber kein Corona, sondern das, was halt gerade so umgeht. Alle in der Zeitung stand, 9 Millionen Deutsche sind gerade krank. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Und man merkt ja, also in der Firma waren alle krank, in den Schulen sind Unterrichtstage ausgefallen, weil alle krank waren und so weiter. Hat uns nicht verschont. Erst Mareile, dann Sky und Steff, meine Frau, war auch ein wenig angeschlagen. Also ist nicht so richtig krank geworden, aber halt durchaus. Andere Leute hätten sich, also Männer hätten sich todkrank ins Bett gelegt, bei dem, wie Steff sich gefühlt hat. Wer meine Frau kennt, weiß, dass sie dann trotzdem durchzieht. Ja, und wenn sie sich mal krank ins Bett legt, dann ist das halt schon was Besonderes. Weil sie halt sehr ausdauernd ist, würde ich sagen. Oder wie würde man das nennen? Vielleicht auch aufopferungsvoll. Aber ja. Und so hatte ich halt ziemlich viel Zeit für mich, wo ich, wo die Frauen, die anderen Menschen hier im Haus alle im Bett lagen. Und ich dann, gelesen habe, gespielt habe. Ich habe kurz bevor Sky krank geworden ist, haben wir angefangen, gemeinsam Fortnite zu spielen. Das ist natürlich auch sehr fragwürdig, ein Killerspiel, First-Person-Shooter. Nee, das ist ja, sehr von mit Draufsicht. Aber mir hat es auch nicht geschadet. Ist auch ein doofer Satz.
Ich kann es gut einordnen, was das ist, wenn man da so rumläuft. Aber ja, ich hoffe, ich habe es meinen Kindern gut beigebracht, was das bedeutet, wenn man in Spielen rumläuft und mit Knarren schießt und dass man das im echten Leben dann vielleicht gerade deshalb nicht mehr braucht oder tut. Ja, das habe ich dann eben auch alleine weitergespielt. Hat auch Spaß gemacht. Ich habe das früher viel gemacht. Also Computerspiele zocken, damals Quake, als das rausgekommen ist, auf 6 3,5 Zoll Disketten beim Buchladen schräg gegenüber, habe ich mir die Disketten ausgeliehen, das Spiel installiert. Und das war natürlich sehr beeindruckend damals auf meinem 486. Nee, ich glaube, mein Vater hatte einen 486, ich hatte ein Pentium von Anfang an. Ja, Wahnsinn, ich habe ein Pentium gekauft. 90 Megahertz. Ja, genau, so, und Heiligabend war sehr schön. Es hat gerade so geklappt, dass wir alle ausreichend gesund waren und fieberfrei, dass wir meine Mama abgeholt haben am Nachmittag. Ich habe gekocht. Es ist ja seit etlichen Jahren bei uns Tradition, dass es indisches Curry zu Weihnachten gibt. Ich koche sehr gern indisch und ich habe da dieses Buch, wenn ihr indisch kochen wollt, kauft euch einfach 50 Great Curries of India, habe ich hier schon oft erwähnt. Es ist fantastisch und da gibt es dann halt zwei verschiedene Curries, je nachdem, ob man Fleisch essen möchte oder nicht oder Shrimps. So, und da stehe ich dann eh 2 Stunden in der Küche und koche. Das macht Spaß. Und es ist dann auch egal, ob die anderen Leute im Haus hier um mich rumwuseln und versuchen zu helfen oder einfach im Bett liegen. Das funktioniert. Und dann nach dem Essen werden die Kerzen angezündet am Tannenbaum und es gab Bescherung. Es gab sehr schöne Geschenke auch und oh ja, da muss ich mich natürlich ganz doll bedanken. Also es gab dieses Jahr wieder etliche Postkarten von Hörerinnen und Hörern. Ich glaube nur Hörerinnen in diesem Fall. Ich weiß es nicht mehr. Männer, fühlt euch einfach mitgemeint. So, und ich habe von 2, 3 Leuten Nachrichten bekommen, dass sie statt mir etwas zu schenken an Ärzte ohne Grenzen gespendet haben. Teilweise sogar mit einem Foto von einem Spendenbeleg. Das braucht ihr gar nicht zu schenken. Ich glaube euch das, wenn ihr es mir einfach erzählt. Ich freue mich einfach wie so ein Schneekönig, wenn ihr das macht, weil, wie gesagt, ich habe alles, was ich brauche zum Leben. Mir geht's super. Und ich freue mich tierisch, wenn ihr mit Gedanken an mich etwas an Ärzte ohne Grenzen spendet oder auch ohne Gedanken an mich. Ist scheißegal. Oder eben, was weiß ich, Seenotrettung, keine Ahnung was. Sea-Watch, genau. Irgendwas Sinnvolles. Könnte auch an BUND oder NABU oder. Ach, es gibt so viele tolle Leute, an die man spenden kann. Macht das ruhig und macht das gerne auch, anstatt mir etwas zu schenken. So, und dann muss ich mich aber nochmal ganz besonders bedanken bei Marina aus Hamburg. Die hat mir ein Riesenpaket geschickt, also wirklich groß. Das war so Schallplattengröße, um euch das mal eine Vorstellung zu geben. Also 30 mal 30 Zentimeter ist ja Schallplatte. Und dann aber ganz dick, so als hätten da irgendwie 20 Schallplatten hätten da drin befördert werden können. Also ich habe schon gewusst, dass da nicht 20 Schallplatten drin sind, weil es sich anders anfühlte und nicht so schwer war wie 20 Schallplatten. Aber es war halt ein Weihnachtspaket und ein ordentliches. Und als ich es dann aufgemacht habe, kam ich kaum noch raus aus dem Staunen. Teilweise sehr witzige Sachen. Marina hat mir ich glaube, es ist eine Weihnachtsmütze. Wir konnten es alle nicht so richtig identifizieren. So eine ganz lange Tube sozusagen. Es hätte auch eine Socke sein können, aber dafür fehlte die Ferse. Und es wäre dann mindestens bis zum Knie gegangen. Und wir glauben, es ist eine Mütze, die, wenn man sie aufsetzt, dann eben noch einen ganz langen Zipfel hat sozusagen. Ja, und einen dazu passenden Weihnachtsschal, also so ein Rot-Grün mit goldenen Streifen und ein bisschen weiß, glaube ich noch. So, sehr lustig. Und das Hauptgeschenk da drin, aber das, worüber wir uns alle gefreut haben, weil wir es auch alle nutzen werden, ist eine Strickdecke. Ich habe wieder eine Decke bekommen, gestrickt aus einer Wolle, wo dann auch noch ein paar Wollreste dabei waren. Wobei die Farben von den Wollresten, die da drin waren, sind hier auf der Decke. Also ich liege gerade unter dieser Decke und sie ist super wollig, weich, warm. Passt total gut zu diesem Winter, wo man nicht so viel heizen will und mehr unter Decken kuscheln möchte.
Mit Braun, hellbraun, warmes Braun, kühleres Braun und lila ist sie gestrickt. Schön lang und nicht so breit. Das ist total praktisch, wenn man auf einem Sofa kuschelt und sich zudecken möchte und die Decke nicht irgendwie quadratisch zur Hälfte auf dem Boden liegen soll oder so, sondern es ist einfach ganz, ganz tolle Decke, liebe Marina. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch für alles Weitere, was da noch drin war in dem Paket. Lakritze. Es ist so schön, wenn mir Leute zuhören. Also ich weiß, dass ihr alle einschlaft beim Podcast hören und das soll ja auch so sein. Trotzdem wusste Marina, dass ich gerne Lakritz esse und hat mir Lakritz mit reingepackt. Und noch kleine Teelichte, so elektrische und ach ja, ganz tolles Paket. Kriegst du auf jeden Fall noch eine Dankespostkarte. Mache ich bei solchen Paketen dann immer, dass ich eine Postkarte schicke als Dankeschön, damit ihr auch was Persönliches bekommt und nicht nur hier im Podcast erwähnt werdet. Genau, von meiner Frau habe ich eine St. Pauli-Mütze bekommen, die ich gerade auf habe. Ist auch sehr gut. Mützen. Ich weiß nicht, wer von euch alles eine Glatze hat. Die meisten Hörerinnen sind tatsächlich weiblich, deswegen spreche ich auch eher von Hörerinnen als Hörern. Und bei Frauen ist es ja nicht so mit Haarausfall, aber Männern wächst ja die Stirn im Alter so nach hinten. Und bei mir sind die Geheimratsecken jetzt so weit zusammengewachsen, dass halt vorne auf der Stirn nur noch so ein paar Püschel standen. In meinem Alter von 48 Jahren passiert das dann halt. Und ich hatte mir immer geschworen, sobald die Geheimratsecken zusammengewachsen sind, kommen die Haare komplett ab, weil ich das irgendwie ästhetisch nicht so ansprechend finde. Und dann habe ich mir jetzt im Frühjahr die Haare abrasiert. Also mit so einer Haarschneidemaschine auf 0,8 mm. Und das war im Sommer natürlich schön, dass man irgendwie einen sehr luftigen Kopf hatte. Zuerst war es natürlich komisch, weil die Kopfhaut dann so bleich ist. Aber das dauert dann einen Sommer, bis die Kopfhaut dann auch die richtige Hautfarbe angenommen hat und nicht mehr so aussieht, als hätte man eine weiße Mütze auf. Aber jetzt ist mein erster Winter ohne Haare und das ist schon kalt. Das ist wirklich unangenehm und ungewohnt kalt am Kopf. So, und man sagt ja auch, die meiste Körperwärme geht über den Kopf verloren, weil das Gehirn ja auch ein Organ ist, was sehr viel Energie verbraucht und dann entsteht da viel Wärme und die strahlt dann ab. Keine Ahnung, so irgendwie erkläre ich mir das. Zumindest bin ich ein großer Mützenfan geworden und ich trage sogar nachts beim Schlafen eine Mütze, weil das Schlafzimmer natürlich nicht so stark beheizt ist, wie andere Räume. Und auch tagsüber, auch jetzt gerade trage ich eine Mütze, die St. Pauli-Mütze, die ich von meiner Frau zu Weihnachten bekommen habe. Und ein T-Shirt. Und das, was mich am dollsten dann gefreut hat, waren Tickets für eine Stadionführung. Das wollten wir schon, also wollte ich schon lange machen. Stadionführung im Millerntor-Stadion vom FC St. Pauli. Da gehen wir oft hin zu den Spielen. Und ich weiß schon lange, dass es da Stadionführungen gibt und wollte die auch immer mitmachen. Ich habe schon viel davon gehört, wie toll die sind. Die wurden eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber die wurden von Eva Kaller gemacht. Das ist die Mama von Jan-Philipp Kaller, der ewig für uns gespielt hat. Und jetzt Trainer der ersten und zweiten Frauenmannschaft ist er. Der ist immer noch im Verein tätig. Und macht auch den FC St. Pauli Podcast. Und ja, Schnecke, was der Spitzname ist von Jan-Philipp Kaller, ist halt eine Legende, eine St. Pauli-Legende. Wurde auch lange Zeit bei der Begrüßung der Spieler als Fußballgott geehrt, was durchaus korrekt ist. Also ihn so zu ehren, dass er das ist. Ich glaube ja nicht an Götter insofern. Ja, aber hat er sich auf jeden Fall verdient. Ganz toller Mensch und seine Mama macht eben die Stadionführung im Verein, ja, Millerntor-Stadion. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch tut, aber wenn, dann freue ich mich ganz doll darauf, demnächst im Januar eine Stadionführung zu machen. Und wenn sie es nicht macht, dann macht es bestimmt jemand anders, der auch toll ist. Und ich freue mich drauf, das Stadion nochmal aus anderen Perspektiven zu sehen und das auch mit der ganzen Familie, weil wir dann gleich 4 Tickets bekommen haben. Also ich habe 4 Tickets bekommen, natürlich nehme ich dann meine Familie mit. Das wird ein Familienausflug. Gucken wir uns das Stadion an. Das ist super. Ja, so, das war die Bescherung. Und dann habe ich meine Mama nach Hause gebracht, weil es dann auch schon
7 war. Also es war eine sehr frühe Bescherung. Normalerweise machen wir die Bescherung nach dem Abendbrot. So, das heißt ja Heiligabend und nicht Heilignachmittag. So, und dann gibt es halt normalerweise so zwischen 5 und 6 gibt es Abendbrot. Und das dauert dann auch, also Abendessen, das Curry, das zu essen, dauert dann auch eine Stunde. Und dann bereiten wir alles vor. Und dann geht die Bescherung meistens so bis um 8:30. Und um 9:30 kommen dann noch die Schwiegereltern und dann sitzt man halt ganz lange zusammen. So war es diesmal nicht, sondern wir haben recht früh gegessen, schon um 5 oder so, und haben dann um 6 Bescherung gemacht und waren auch relativ fix durch. Und dann habe ich meine Mama, glaube ich, um 7 nach Hause gebracht. Und als ich zurückkam, war meine Frau dann auch schon so weit, dass sie auch ins Bett wollte. Also 7:45 ist meine Frau ins Bett, weil es ihr halt wirklich nicht so gut ging. Sie war ein bisschen durch. Und die Kinder waren in ihren Betten, weil die sich auch noch erholen mussten. Und dann saß ich Heiligabend allein unten im Wohnzimmer, hab den Tannenbaum genossen, hab das Buch genossen, hab ich auch Judith Holofernes gelesen und hab dann schon am Nachmittag gedacht, so ja, also wahrscheinlich gehen die früh ins Bett, ich wusste ja nicht wie früh, aber dass die jetzt nicht noch mitkommen in die Kirche, war mir klar. Und dann habe ich schon am späten Nachmittag in unsere Karkensdorfer WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, ich fahre übrigens zum 23 Uhr Gottesdienst nach Tostedt in die Kirche. Eigentlich gehört Karkensdorf zur Sprötzerkirche. Also wenn man nach Karkensdorf zieht, wird man automatisch da nach Sprötze eingemeindet. Und ich komme ja aber aus Wisted und ich bin, und Wisted hat keine eigene Kirche und Wisted gehört halt zur Tosteder Kirche. Ich bin in Tosted konfirmiert. Meine Frau arbeitet für die Tosteder Kirche im evangelischen Kindergarten und das ist so, also wenn ich schon in die Kirche gehe, dann dahin und meine Kinder sind auch beide dort konfirmiert. Also als wir hierher gezogen sind und dann die Begrüßung der Sprötzer Kirche bekommen haben, habe ich gesagt, nö, ich möchte eigentlich, ich gehöre zur Tosteder Kirche, weil meine Mama da auch im Kirchenchor singt und das war früher mein Mittelpunkt und sollte es dann auch sein. Es gibt viele Episoden hier im Podcast, die da viel zu meiner Religiosität beschreiben und ich war dann ja auch eine Zeit lang Lektor in Tostedt in der Kirche und so weiter und so fort und deswegen gucke ich auch gar nicht, wann in Sprötze denn eigentlich Heiligabend Gottesdienste sind, sondern ich gucke halt, was denn in Tostedt ist und hier habe ich gesehen, ja, 23 Uhr, Miriam Heuermann, die Pastorin, die auch die Konfirmation von Sky gemacht hat und die ich sehr schätze, hat da den 23 Uhr Gottesdienst gehabt. Und dann habe ich gefragt, ja, hier, ich fahre dahin, braucht jemand eine Mitfahrgelegenheit, ich habe noch Plätze frei. Und ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass sich überhaupt jemand meldet, weil die meisten Leute haben ja Heiligabend eh ihr Familienprogramm oder keinen Bock auf Gesellschaft oder keine Ahnung was. So, aber es hat sich erst Franziska gemeldet, die wohnt hier also ich kann das Haus fast sehen hier aus meinem, nee, da steht ein anderes Haus dazwischen. Aber es ist in der Nebenstraße. Also ich wohne ja am Ende einer Stichstraße und hinter unserem Haus ist der Park und hinter dem Park ist quasi dann das Haus, wo Franziska wohnt. Mit ihrer Familie, 3 Kinder und die Tochter ist im Alter von Sky. Die waren sogar zusammen beim Kinderturnen, glaube ich. Ja, und ja, man kannte sie so vom Sehen. Ich habe sie ehrlich gesagt das erste Mal gesprochen, als sie in ihrem Brautkleid an unserem Haus vorbeigekommen ist. Das war sehr überraschend, weil das halt so eher so ein Feldweg ist und ich wusste nicht, wieso geht jetzt hier eine Braut längs. Dann hat sie erzählt, wie sie spontan während der Pandemie geheiratet hat, aber jetzt noch kurz zu den Pferden muss oder so. Sehr lustig. So, und die hat sich gemeldet und gesagt, so ja, hier, ich würde total gerne mitkommen. Und Martin, bei uns aus der Straße, begnadeter Trompeter und Lehrer. Also der steht auch gerne mal auf der Straße und spielt Trompete zu irgendwelchen Anlässen, also Silvester oder Weihnachten oder so. Genau. Und ja, kennen ist jetzt übertrieben, aber man kennt sich so vom Sehen und grüßt sich freundlich und spricht mal ein nettes Wort und so. Genau, die beiden haben sich gemeldet und die habe ich dann mitgenommen und es war super nett. Also wir sind dann halt so um 10:30 losgefahren, weil ich dachte, ja, lieber ein bisschen früher da sein. Früher waren diese Gottesdienste immer sehr voll. Stellte sich raus, Kirche war nur halb voll.
Okay, hat sich wohl ein bisschen geändert über die Jahre. Früher war der 23 Uhr Gottesdienst zum Heiligabend immer brechend voll. Also wirklich, die Toste der Kirche ist ziemlich groß, hat noch oben eine Empore, wo man sitzen kann, wo eigentlich auch der Chor dann sitzt und so. Und früher hat auch im 23 Uhr Gottesdienst immer der Chor gesungen. Ja, und diesmal war die Kirche fast leer, als wir reinkamen und als dann der Gottesdienst stattgefunden hat. Also unten vielleicht halb voll. Und oben niemand. Ich weiß gar nicht, ob oben jemand offen war. Ja. Ich fand es früher mal toll, oben zu sitzen beim Heiligabend-Gottesdienst, weil man so einen Überblick hat über so eine rappelvolle Kirche. Ja. Na gut, Miriam war auch krank, die Pastorin, und hatte eine ziemlich kaputte Stimme, aber hat sich da auch sehr tapfer durchgekämpft. Und es war ein total, total schöner Gottesdienst. Also erstens die Gesellschaft, mit der ich da war, Franziska und Martin, stellt sich raus, er hat studiert, irgendwas mit Stimmbildung, Gesang, Musikalisches an einem Institut, wo sie jetzt Dozentin ist. Also sie ist Dozentin für Stimmbildung, Singen, und ist so Sprach- und Stimmcoach. Und sie unterrichtet jetzt da, wo er gelernt hat. Natürlich hat er nicht bei ihr gelernt, weil sie ungefähr im gleichen Alter sind, glaube ich. Aber bei ihrer Kollegin hat er gelernt. Und das war eine lustige, ja, so, das haben sie, glaube ich, auch erst an dem Abend, am Heiligabend dann festgestellt, dass es diese Verbindung gibt. Und in dem Moment ist mir dann klar geworden, oha, ich sitze jetzt hier mit zwei ausgebildeten Sängern, Sängerinnen, Sänger, in der Kirche. Und ich singe ja auch gerne und dann auch gern zweite Stimme. Und ich mag das auch in der Kirche total gern, wenn Chöre dann mehrstimmig singen und dann sagt Martin, ja, häng dich rein, ich singe halt zweite Stimme. Das war ziemlich cool. Und Franziska hat eine ganz tolle Stimme, sehr klarer Sopran, und Martin hat halt irgendwelche anderen Stimmen ausprobiert, auch mal dritte Stimme gesungen. Sehr souverän, teilweise suchend, aber dann doch immer findend. Und ja, ich habe dann auch häufig dann die erste Stimme gesungen, weil es mir einfach leichter gefallen ist, und mich dann manchmal bei Martin mit reingehängt. Das hat mega Spaß gemacht, und Miriam hat halt einfach mal wieder einen richtig tollen Gottesdienst geleitet und gestaltet. Und Miriam findet halt einfach immer auch spannende und tolle, tolle Worte. Ich meine, das Evangelium, es gibt ja zu jedem Gottesdienst, gibt es dann das Evangelium für diesen Gottesdienst. Das ist jetzt wenig überraschend. Lukas, die Jesu Geburtgeschichte. Ja, und da hat sie sich einen Satz ausgesucht, wo sie meinte, da hätte sie sich noch nie großartig Gedanken drüber gemacht. Und ich sagte spontan zu Martin, doch, ich mache mir da immer jedes Jahr Gedanken drüber. Und der Satz lautet: Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. So, und ich finde den Satz total abgefahren. Erstens, weil so viele Wörter mit H drin vorkommen. Hirten, Hürden, Herde. So, und hüteten auch noch. So, und das finde ich irgendwie so ein lyrischer Satz in dieser Geschichte, der irgendwie was ganz Besonderes ausstrahlt. Ich meine, da vorher geht es halt um Josef und Maria und die Herberge und die Geburt. Und auf einmal geht es halt um die Hirten. Und diesen Wechsel in der Geschichte leitet Lukas ein mit diesem Satz mit den vielen Hs. Und eben auch das Wort Hürden, das hat mich auch früher schon immer irritiert, was denn das eigentlich ist. Ich meine, Hürdenlauf kennt man, wenn man sich für Sport interessiert, da muss man halt beim Rennen über so Hürden drüber springen. Und eine Hürde ist natürlich ja, etwas, wo man nicht so leicht rüberkommt. Und in diesem Kontext hat es mich auch öfter mal irritiert. Also, wie lautet der Satz? Jetzt ist wieder zugeklappt. So. Der Satz lautet: Die hüteten des Nachts ihre Herde. Achso, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Bei den Hürden, also, warum stehen da Hürden rum? Wollen die da Hirtenlauf machen? Hirtenlauf machen?
So, also ich finde es auf jeden Fall ein bemerkenswerter Satz. Und Miriam hat halt ihre Predigt auf dem Begriff Hürden aufgebaut, weil ihr Kind sie gefragt hat, was sind eigentlich Hürden? Und sie ganz perplex war und dann irgendwie rausfinden wollte, was sind denn eigentlich Hürden in diesem Kontext? Und sie hat dann über Wikipedia herausgefunden, dass das so Zäune sind, die man leicht auf- und abbauen kann, um eben, wenn man Schäfer ist und die Herde immer mal weiterzieht, dann kann man die quasi einzäunen, um sie zu beschützen, um dafür zu sorgen, dass sie nicht weglaufen des Nachts. Ja, so. Und dann hat Miriam halt über Hürden gesprochen, also über Schutzzäune, die man sich selbst um sich herum aufbaut und abbaut und dass der Engel, der dann kommt, sich halt einen Scheißdreck drum schert, ob da Hürden sind oder nicht, sondern der ist halt einfach da in seiner ganzen Klarheit. Ich fand's schön, also ihr wisst alle, ich glaube nicht an Gott, ich glaube auch nicht an Engel, die da kommen und in Klarheit dann da leuchten und himmlische Herrscher fangen an zu singen. Das sind alles Geschichten. Ich mag aber die Geschichten. So, und ich mag die Mystik, die drum gesponnen wird. Und wenn dann eine Pastorin oder auch ein Pastor aus dieser Mystik eine Erzählung machen kann, eine Ableitung machen kann, die einen inspirieren kann, die einem helfen kann in einem Leben, dann hat eben auch Kirche einen Wert. Also natürlich ist Kirche irgendwie zweifelhaft und geschichtlich irgendwie schwierig durchaus zu beurteilen und auch gesellschaftlich sehr schräg integriert. Aber diese kleinen Gemeinden, wo die Pastorinnen und Pastoren engen Kontakt zur Gemeinde haben, wo Pastorinnen und Pastoren eine tolle Arbeit leisten, nicht nur im direkten Kontakt mit den Gemeindemitgliedern, sondern eben auch bei der Vorbereitung von so einem Gottesdienst. Ich finde, das muss man einfach wertschätzen. Und ich nutze das eben auch ganz gerne. Ich war jetzt durch Skies Konfirmation wieder häufiger in der Kirche. Nicht nur bei Gottesdiensten von Miriam, sondern auch bei anderen Gottesdiensten. Und dahin zu gehen und dann sich Geschichten anzuhören und zu gucken, ob man Inspiration findet oder eben auch nicht. Ich finde es immer gut. Also da spricht überhaupt nichts dagegen, auch wenn man irgendwie Kirche im Allgemeinen und den gesellschaftlichen Einfluss der Bischofskonferenz und alles, was passiert in Kirchen irgendwie nicht nur kritisch hinterfragt, sondern auch ablehnt, kann man das trotzdem schauen, was passiert denn direkt bei mir ganz im Speziellen und mit wem kann ich da in Kontakt treten. Denn man kann ja so sehr gegen Kirche oder Religion oder Glauben sein, wie man möchte. Die Kirchen gehen dadurch nicht weg. Die sind halt da. Und ja, vieles daran ist eben gut. Und einiges davon sogar sehr gut. Und diese Predigt von Miriam war fantastisch. Und dann kamen Fürbitten. Und auch die Fürbitten haben mich komplett bekommen. Also das war einfach sehr, sehr gut, teils überraschend und ja, ein hervorragender Gottesdienst. Ich habe Miriam gefragt, ob ich die Predigt bekommen kann. Wenn ich sie bekomme, dann lese ich sie vielleicht hier nochmal vor oder verlinke sie euch einfach oder hau sie in die Shownotes oder so. Genau, so. Und dann sind wir ganz beseelt zurückgefahren, weil die Predigt so schön war und weil das Singen so schön war. Tatsächlich am Ende des Gottesdienstes dreht sich die Frau vor uns um zu uns und guckt uns an und sagt, ich wollte mich nur bedanken für den schönen Gesang. Und ich glaube, wenn meine Kinder dabei gewesen wären, die wären vor Scham im Boden versunken, weil der Vater sich so daneben benimmt. Also wir haben halt einfach laut die Kirchenlieder mitgesungen, die halt gesungen worden sind und eben ja versucht, zweite Stimme zu singen. Und Martin, das ist deutlich besser gelungen als mir. Ich glaube, wenn ich das probiert hätte mit den Kindern in der Kirche, dann hätten sie sich weit von mir weggesetzt, um nicht aufzufallen. Ich weiß gar nicht, wie toll wir aufgefallen sind. Also insgesamt hatte ich den Eindruck, die Kirche hat gut gesungen. Aber ja. Na gut, so. Und dann habe ich spontan gesagt, komm, das war so schön. Lass uns den Abend noch mit einem Glas Wein beenden und haben uns bei uns ins Wohnzimmer gesetzt
und noch ein Gläschen Wein getrunken und uns noch unterhalten über Stimmbildung und was wir eigentlich so machen, ein bisschen näher kennengelernt, und es war ein wunderschöner Heiligabend. So, und damit meine ich nicht nur, dass er durch den Kirchenbesuch wunderschön geworden ist. Der Tag mit der Familie war natürlich auch schön. Meiner Frau tat es total leid, dass sie nicht so viel helfen konnte und dass sie sich so früh ausgeklinkt hat. Natürlich tat es mir viel mehr leid, dass es ihr so schlecht ging. So, und ich habe ja trotzdem einen schönen Tag mit der Familie gehabt. Der war halt kürzer als normal. Aber mir ging es ja trotzdem gut. War ja ein schöner Tag. Und dass es dann irgendwie abends noch so einen Bonus gab, es war, ja, hat es sehr gut abgerundet. Also mein Heiligabend war durchaus sehr schön. Ja. Genau. So, und jetzt ist halt Weihnachten vorbei. Zwischen den Jahren stehen natürlich auch so ein paar Termine an, wo man sich dann mal mit Leuten verabredet, die sonst schwer zu kriegen sind, schlecht Zeit haben. Wird die Zeit zwischen den Jahren natürlich auch voll. Man hat auch eigentlich keine Zeit mehr. Aber das ist halt schön, dass ich irgendwie Leute wieder sehe, die ich länger nicht gesehen habe und so ein paar Sachen mache, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und Silvester wissen wir noch nicht. Normalerweise, also früher hat man Silvester ja immer schon irgendwie im Herbst geplant, weil es wichtig war, auf der richtigen Party zu sein, mit den richtigen Leuten zu feiern, alles ordentlich vorzubereiten, wer kauft was ein und so weiter und so fort. Das hat sich dann später irgendwie in den Dezember verschoben. Ging auch immer darum, wer hat eigentlich noch Zeit, mit wem kann ich überhaupt noch feiern. Und dieses Jahr haben wir nichts vorbereitet. Wir haben uns mit niemandem verabredet. Die Leute, mit denen wir so normalerweise feiern, haben sich auch nicht gemeldet. Und ich glaube, wir feiern einfach nicht. Also wir werden zu Hause sein. Meine Frau hat schon immer gesagt, dass sie dieses bis 12 Uhr wach bleiben und dann anstoßen und so, dass das nichts für sie ist. Dass sie das eigentlich albern findet. Oh, in dem Buch von Judith Holofernes gab es irgendwie noch ihr eigenes. War das im Buch? Nee, war nicht im Buch, sondern es war in ihrem Blog. Genau, ich bin ja jetzt Patron von ihrem Patreon-Account und da hatte sie was drüber geschrieben, wie sie eigentlich Silvester feiert. Und sie hat da so ein eigenes Silvester-Voodoo-Ritual. Im Wesentlichen ein Jahresrückblick, wofür bin ich dankbar, was habe ich gelernt, das aufzuschreiben und dann mit der Familie zu teilen und auch Wünsche fürs neue Jahr aufzuschreiben. Also nicht Vorsätze, was man vielleicht tun will, sondern was wünscht man sich, was eigentlich passiert. Ja. Sehr schön, könnt ihr nachlesen, wenn ihr dann auch Patronin seid. Ich mache ja voll Werbung, aber hat sie verdient. Ich bin halt gerade wirklich schockverliebt und glücklich mit dem, was Judith uns anbietet. Kann ich auch mal ein bisschen Werbung für sie machen. Ja, vielleicht machen wir es auch, so ein Voodoo. Oder wir sitzen einfach, gucken uns Dinner for One an. Das ist eine Tradition, die kann man natürlich auch albern und überflüssig finden. Für mich gehört es irgendwie dazu. Der alberne Sketch. Und lustig ist ja, dass der auf Englisch ist. Und niemand im englischen Sprachraum kennt das. Das ist irgendwie eine Sache, die nur in Deutschland funktioniert. Engländer verstehen das nicht. Oder finden den Witz darin nicht. Das ist irgendwie ein sehr deutscher Humor, der auf Englisch vorgetragen ist. Ja, vielleicht machen wir auch einfach nix. Auch mal gut. Genau. Und dann fängt das neue Jahr an, 2023. Was machen wir mit dem Jahr? Was wünsche ich mir eigentlich? Ach, jedes Jahr, also die letzten Jahre wünscht man sich immer, dass das nächste Jahr vielleicht ein bisschen besser wird als das letzte. Das hat irgendwie die letzten Jahre für mich persönlich nicht so geklappt. Falls ihr euch erinnert, letztes Jahr war meine Mama gerade im Krankenhaus und da hat dann zu Weihnachten gerade meine Podcast-Pause angefangen und die hatte ja einen Grund. Und 2022 war schon ganz schön scheiße für mich. 2021 war nicht viel besser. Auch ziemlich ätzend. Und 2020 ging ja die Pandemie los. Da ging der ganze Spaß ja an. 2019, 2018, weiß ich schon gar nicht mehr, wie die Jahre eigentlich waren.
Was wünsche ich mir denn für 2023? Ein bisschen Normalität wäre mal schön. Also ich weiß ja, dass es viele Leute sagen, the new normal, dass es irgendwie jetzt die neue Normalität ist, mit der wir leben müssen, aber irgendwie ein bisschen mehr Alltag, ein bisschen mehr Bahnen, in denen sich Dinge bewegen, ein bisschen weniger, oh Gott, morgen geht die nächste Katastrophe los. Also das Einzige, worauf man sich im Moment verlassen kann, ist ja, dass man sich auf nichts verlassen kann. Und dass ständig alles noch schneller im Wandel ist, als das sowieso schon war. Und da wünscht man sich natürlich immer ein bisschen mehr Stabilität, ist vielleicht das richtige Wort. Also ich wünsche mir das. Also ich finde dieses ständig ist alles im Umbruch recht anstrengend. Ja. Stabilität. Vielleicht ist es das. Oder vielleicht, also gesundheitliche Stabilität wünscht man sich natürlich immer. Wünsche ich mir auch. Ich habe ja dieses Jahr, nee, es war ja letztes Jahr im Sommer, ne, dass ich mir den Oberschenkel gezerrt hatte. Und dieses Jahr dann wieder quasi Aufbautraining gemacht. Ich bin gestern das erste Mal seit sehr langer Zeit über den Brunsberg gelaufen, diese 12 Kilometer Runde. Ich weiß gar nicht, ob ich das dieses Jahr überhaupt gemacht habe. So, und jetzt habe ich im Dezember irgendwie keinen Bock mehr gehabt, irgendwie krank zu sein. Ich hatte ja im September hatte ich Covid und dann war ich hier ein bisschen krank und da ein bisschen krank, seit ich aus Amerika zurück bin. Im November hatte ich es irgendwie ein bisschen mit Husten. Und also richtig Aufbautraining. So, und jetzt habe ich im Dezember beschlossen, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Kränklichsein und fange jetzt einfach wieder regelmäßig an zu laufen. Bin mehrfach diese 4 Kilometer Hausrunde gelaufen und ja, gestern hatte ich halt Bock, über den Brunsberg zu rennen und habe das dann gemacht und es ging. 12 Kilometer mit so ein paar Höhenmetern. Ja, ich weiß, Menschen, wo Berge sind, lachen sich darüber kaputt, dass der Brunsberg Berg heißt, weil es ist mehr so ein Hügel. Aber wenn man drüber läuft, merkt man, es gibt Steigung. Und das macht es dann am Ende aus. Und für mich ist es ein Berg. Der Berg ruft. So, das ist halt nichts, was ich mal eben so laufe, sondern da muss ich halt eine gewisse Grundfitness für haben. Und ich habe es gestern probiert und anscheinend habe ich die Grundfitness wieder. Und das ist schön. Und ich wünsche mir für 2023, dass ich diese Grundfitness einfach mal ein Jahr lang aufrecht erhalten kann. Ohne dass wieder irgendwie was ist. Ja. Genau. Und ach, ein paar Dinge über mich rausfinden wäre ganz schön in 2023. Und was wünsche ich mir dann noch? No. Vielleicht erzähle ich es auch einfach jetzt gar nicht in diesem Podcast. Ihr müsst ja nicht alles über mich wissen. Vieles wisst ihr eh. Kommen wir doch einfach mal zu Herrn Rilke, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen zwischen den Jahren? Was ist noch wichtig zwischen den Jahren? Oh, eine Sache ist ganz wichtig. Kauft keine Böller. Lasst es einfach. Ich habe auch Bock auf Böllern. Mir macht das tierisch Spaß, Dinge anzuzünden, die dann explodieren. Es ist nur Quatsch. Es ist nur total scheiße. Es macht Müll. Es macht Lärm, es verschreckt Tiere, sowohl Haustiere, Hunde kriegen Panikattacken, als auch Wildtiere, die darf man ja auch nicht vergessen. Und ja, es ist nur einmal im Jahr, sagen viele. Tatsächlich geht es ja jetzt schon los. Also es ist ja eine Woche vor Silvester und eine Woche nach Silvester. Das heißt, von den 52 Wochen im Jahr sind es ja doch 2 Wochen, in denen viel geknallt wird. Und ich finde es scheiße. Also es muss nicht sein, von mir aus kann man Böller für immer verbieten, auch wenn es eigentlich geil ist. Also ich finde es, also wenn es keinerlei Nebeneffekte hätte, dann würde ich auch böllern und Raketen anzünden und alles. Aber es hat halt Nebeneffekte und denen muss man sich irgendwie auch mal stellen. Kauft einfach keine Böller, macht es nicht. Zündet euch zur Not eine Kerze an oder eine Wunderkerze. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Genau. Eine Silbersonne, die nicht knallt, könnt ihr euch auch anzünden. Rilke wollte ich, ne? Hatte ich schon gedrückt hier? Nee, da. So. Rainer Maria Rilke, wir sind in der, weiß ich nicht, wievielten Dueneser Elegie. Und das ist Position 1717, 25%. Und doch ist in dem wachsam warmen Tier Gewicht und Sorge einer großen Schwermut. Denn ihm auch haftet immer an, was uns oft überwältigt, die Erinnerung, als sei schon einmal das, wonach man drängt, näher gewesen, treuer und sein Anschluss unendlich zärtlich.
Hier ist alles Abstand und dort war's Atem. Nach der ersten Heimat ist ihm die zweite zwittrig und windig. O Seligkeit der kleinen Kreatur, die immer bleibt im Schoße, der sie austrug. O Glück der Mücke, die noch innen hüpft, selbst wenn sie Hochzeit hat. Denn Schoß ist alles. Schoß ist alles. So, Notiz gemacht. Und jetzt kommt Herr Goethe. Johann Wolfgang von Goethe, italienische Reise. Wird mir empfohlen, obwohl ich es gerade offen habe. Kindle, du bist so toll. Wir sind bei Position 991, 12%, immer noch in Venedig, am 3. Oktober. Augen zu und zugehört. Die Kirche Il Redentore, ein schönes, großes Werk von Palladio, die Fassade lobenswürdiger als die von San Giorgio. Dieses mehrmals in Kupfer gestochene Werke müsste man vor sich sehen, um das Gesagte verdeutlichen zu können. Hier nur wenige Worte. Palladio war durchaus von der Existenz der Alten durchdrungen und fühlte die Kleinheit und Enge seiner Zeit wie ein großer Mensch, der sich nicht hingeben, sondern das Übrige so viel als möglich nach seinen edlen Begriffen umbilden will. Er war unzufrieden, wie ich aus gelinder Wendung seines Buches schließe, dass man bei christlichen Kirchen nach der Form der alten Basiliken zu bauen fortfahre. Er suchte deshalb, seine heiligen Gebäude der alten Tempelform zu nähern. Daher entstanden gewisse Unschicklichkeiten, die mir bei Il Redentore glücklich beseitigt, bei San Giorgio aber zu auffallend erscheinen. Volkmann sagt, etwas davon trifft aber den Nagel nicht auf den Kopf. Inwendig ist Il Redentore gleichfalls köstlich. Alles, auch die Zeichnung der Altäre von Palladio. Leider die Nischen, die mit Statuen ausgefüllt werden sollten, prangen mit flachen, ausgeschnittenen, gemalten Brettfiguren. Oh, nochmal den 3. Oktober. Dem heiligen Franziskus zu Ehren hatten die Patres Cappuccini einen Seitenaltar mächtig ausgeputzt. Man sah nichts von Stein als die korinthische Kapitäle. Alles Übrige schien mit einer geschmackvollen, prächtigen Stickerei nach Art der Arabesken überzogen. Und zwar so artig, dass man nur etwas zu sehen wünschte. Besonders wunderte ich mich über die breiten, goldgestickten Ranken und Laubwerke. Ich ging näher und fand einen recht hübschen Betrug. Alles, was ich für Gold gehalten hatte, war breit gedrücktes Stroh, nach schönen Zeichnungen auf Papier geklebt, der Grund mit lebhaften Farben angestrichen und das so mannigfaltig und geschmackvoll, dass dieser Spaß, dessen Material gar nichts wert war und der wahrscheinlich im Kloster selbst ausgeführt wurde, mehrere tausend Taler müsste gekostet haben, wenn er echt hätte sein sollen. Man könnte es gelegentlich wohl nachahmen. Auf dem Uferdamme im Angesicht des Wassers bemerkte ich schon einige Mal einen geringen Kerl, welcher einer größeren oder kleineren Anzahl von Zuhörern im venezianischen Dialekt Geschichten erzählte. Ich kann leider nichts davon verstehen, es lacht aber kein Mensch, nur selten lächelt das Auditorium, das meist aus der ganz niederen Klasse besteht. Auch hat der Mann nichts Auffallendes noch Lächerliches in seiner Art, vielmehr etwas sehr Gesetztes. Zugleich eine bewunderungswürdige Mannigfaltigkeit und Präzision, welche auf Kunst und Nachdenken hinwiesen in seinen Gebärden. Oh, wie schön. Den 3. Oktober. Den Plan in der Hand suchte ich mich durch die wunderlichsten Irrgänge bis zur Kirche der Mendicanti zu finden. Hier ist das Konservatorium, welches gegenwärtig den meisten Beifall hat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter dem Gitter auf. Die Kirche war voll Zuhörer, die Musik sehr schön und herrliche Stimmen. Ein Alt sang den König Saul, die Hauptperson des Gedichtes. Von einer solchen Stimme hatte ich gar keinen Begriff. Einige Stellen der Musik waren unendlich schön, der Text vollkommen singbar, so italienisch-latein, dass man an manchen Stellen lachen muss. Die Musik aber findet hier ein weites Feld.
Es wäre ein trefflicher Genuss gewesen, wenn nicht der vermaledeite Kapellmeister den Takt mit einer Rolle Noten wieder das Gitter und so unverschämt geklappt hätte, als habe er mit Schuljungen zu tun, die er eben unterrichtete. Und die Mädchen hatten das Stück oft wiederholt. Sein Klatschen war ganz unnötig und zerstörte allen Eindruck, nicht anders, als wenn einer, um uns eine schöne Statue begreiflich zu machen, ihr Scharlachläppchen auf die Gelenke klebte. Der fremde Schall hebt alle Harmonie auf. Das ist nun ein Musiker und er hört es nicht, oder er will vielmehr, dass man seine Gegenwart durch eine Unschicklichkeit vernehmen soll, da es besser wäre, er ließe seinen Wert an der Vollkommenheit der Ausführung erraten. Ich weiß, die Franzosen haben es an der Art, den Italienern hätte ich es nicht zugetraut und das Publikum scheint daran gewöhnt. Es ist nicht das einzige Mal, dass es sich einbilden lässt, das gerade gehöre zum Genuss, was den Genuss verdirbt. Das gerade gehöre zum Genuss, was den Genuss verdirbt. So. Eine Notiz dran schreiben, damit ich weiß, wo ich aufgehört habe. Geht weiter mit dem 3. Oktober, überraschenderweise. Gab viele 3. Oktober im alten Venedig. Gut, in diesem Sinne war es das für dieses Jahr. Ich danke euch allen ganz herzlich für die Treue, dass ihr nach meiner langen Pause am Anfang des Jahres überhaupt da geblieben seid, wiedergekommen seid. Ich begrüße alle, die neu dazugekommen sind in diesem Format. Freue mich, wenn es euch hilft, besseren Schlaf zu finden oder Entspannung. Und wünsche euch allen ein ganz fantastisches Jahr 2023, was auch immer ihr euch wünscht. Ja. Genau, gehen wir es gemeinsam an. Auf jeden Fall wünsche ich euch ausreichend viel Schlaf, denn erholt sein ist wichtig. Im Schlaf wird man gesund und regeneriert und ja, alle wichtigen Dinge passieren im Schlaf. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt auch wichtige Dinge, die im Wachsein passieren, aber ja. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal, bis ins nächste Jahr. Gute Nacht.